dir nichts Eigenes, doch bist überproduziert. Das hilft dir leider nicht, deine Texte zu kaschieren. Gute Rapper sind in der Bubble sicherlich gern gesehen, doch guter Rap reicht halt nicht, um sich von der Masse abzuheben. Deine BAC-Laufbahn war ja nicht so Bombe. Du bist gegen den ersten raus, der texten konnte. Komm, streng dich an, vielleicht wirst du Lucky Loser. Im BAC fliegst du gegen den ersten, der's versucht hat. Weißt du, was ich witzig find? Dass die letzte Line in deiner ersten Runde auch genauso gut auf dich zutrifft. Denn was ist deine Hoffnung, dass du anfängst zu rappen? Und dann die Punches von alleine kommen? Wenn JW nur mit Kommentaren deine Leistung in den Schatten stellt, ist das kein Ass im Ärmel, das dein Handicap. Für die Scheiße solltest du bestraft werden mit Minuspunkten. Du kommst beim Autofahren in Nigma-Runden. Doch deine Runden kann man beim Autofahren zelebrieren, weil die durch den Text auch als normale Tracks funktionieren. Was für Konterquanter, bitte halt dein Maul. Wenn du keinen Bock hast, dann steig doch einfach raus. Let's go nach Harry Potter und denkst, dass es puncht. Trifft halt nicht, wenn One VC das sagt. Ey, yo, Sega, du rappst wie jeder. Das meinte ich nicht, als ich zu Miti meinte, er könnte mir jeden geben. Dass du im Achtel fliegst, das ist ja richtig schade. Wenn das so ist, anscheinend doch Beat im Finale.